In der letzten Episode. Ja, und dann habe ich Better Placement, die Better Placement Mod installiert, wo ich halt Dinge rotieren kann mit dem Mausrad. Und ich kann sie auch ineinander stellen, theoretisch. Ja, das Lustige ist halt, dass er das teilweise sehr, sehr willkürlich dann halt hinlegt, weil du es halt überall hinlegen kannst. Du kannst halt wirklich jetzt auch sagen, ich schlafe halt hier oben. Ah ja, diese graduellen Wetterübergänge, die sind echt der Hammer. Das haben sie echt gut hinbekommen. Oh ja, oh, Schnauf, uff, oh. Puh, uiuiui. Halt, das Brecheisen braucht man. Something's gotta go. Junge, wir legen gerade ab, du Idiot. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark im Schleichermodus in der Folge Nummer 32. Ja, jetzt werden wir den Rest des Dammes durchsuchen. Ja, Mittag. Wir haben jetzt mal Licht angemacht. Ja, dieses ist diese Lichtmod. Ja, diese Hauslights heißt die, glaube ich, jetzt Hauslichter. Da kannst du halt Licht ein- und ausschalten. Das macht es natürlich schon angenehmer. Ja, wir sind extrem leicht. Wir haben uns alles entledigt, was zu entledigen ist. Und damit wir da ein bisschen besser rumkommen. Ja, das haben wir leider hier noch nicht durchsucht. Deswegen müssen wir hier nochmal lang. Ja, hier gibt es leider nicht so extrem viel Licht. Und ja. Es wird dann halt... Ach Gott, es ist auch gleich mal so finster. Ja. Dann ist es halt so. Haben wir echt Schuhe an? Doch, wir haben die Socken an. So sehen wir aus. Wenn jemand kommt, sind halt, wir haben die Maske angelassen, damit wir nicht entdeckt werden. Erkannt werden, nicht entdeckt. Nicht erkannt werden. Naja, da oben liegt eine Zeitung. Ah, die muss natürlich mit. Der Ordnung halber. Ja, wäre cool, wenn du die Dinger hier zersägen könntest, aber leider nicht. Just out of this stuff. Das stimmt, das haben wir nämlich alles abgelegt. Gott sei Dank, nicht noch eine Knarre. Liegen im Bauernhaus im idyllischen Tal genug. Eine Unterhose. Wir haben jetzt halt eine blaue, zerrupfte Unterhose an. Gesagt, nee, nee, ich nehme nur längliche Objekte mit. Gut. So. Geil, Leute. Oh je, 22%. Da ist aber nicht mehr so viel rauszuholen. Alter Schwede. Okay. Wo ist die Lampe jetzt hingesteckt? Ist die jetzt ausgemacht oder ist die noch an? Ah ja, okay. Also so kannst du dann schneller ausmachen. Okay. Muss mal halt nur ein Seil zur Hand haben, sozusagen. So, dann kommen die zwei direkt wieder raus. 3,98 Kilo. Das ist echt cool. Jetzt ist es wieder eine Kiste. Das... Warum ist das mal eine Kiste und meine... Stehe ich ja nicht. Und meine Patrone. Naja gut. Sei es wie es sei. Wir haben eine gefunden. So. Dann hätten wir das untere Teil. Could end up being useful. 10 Revolverpatronen. Ja, ich habe ja gesagt, das werden wir hier genügend finden. Das ist gar kein Problem. Ja, die Säge haben wir abgelegt. Uiuiui. Doch so viel. Kochlöffel, Junge. Du musst ordentlich kochen können. Es gibt, da hat mich der Ghost Rider drauf gebracht, ein Russen, der wohl auch Mods... Ich weiß gar nicht, ob er selber die Mods schreibt. Ich kann halt Russisch nur lesen. Ich weiß aber nicht, was er sagt. Und er hat auch Mods vorgestellt. Warte, wir machen das erstmal.
14. 14. Mhm. 55, okay. What have we here? Sind das nicht sogar die Schuhe, die wir anhaben? Anhatten, also jetzt nicht aktuell natürlich, aber generell. Ja, und der hat, da habe ich gesehen, der hat eine, da gibt es eine Mod, wo man Patronen herstellen kann. In the Long Dark. Wenn die mal alle sind, sozusagen. Also ich habe es jetzt noch nicht installiert, ich habe jetzt noch nicht die Zeit gehabt, unter der Woche mich mal darum zu kümmern. Oh, ich fand das natürlich sehr spannend. Ich muss mir da mal nochmal die Folgen genauer anlesen. Genauer durchlesen. Wahrscheinlich muss man die Dinger jetzt dann doch mal zerrupfen. Hier. Mal sauber machen. Auch um rauszukommen. Muss ich mal seine Mod-Videos durchlesen. Das sind nämlich alles Mods, sind ja teilweise sind es ja auch Erklärvideos, Introduction, Tutorials und solche Geschichten. Ja, zum Zerrupfen, Junge. Wir haben so viele von denen. Von den Bergsteigersocken. Thank goodness. Ja, Gott sei Dank. Achso, wir haben gar kein Werkzeug, stimmt. Stimmt, da könnte man ein bisschen aufräumen hier und sauber machen und ordentlich und keine Ahnung. Die Rechner wieder anschließen. Tafeln kannst du nicht abnehmen, oder? Nee. Da könnte nämlich auch noch durchaus die ein oder andere spannende Mod dabei sein. Ich weiß gar nicht, wie die das dann machen mit dem. Ich meine, wie die das dann machen, die Patronen halt herzustellen. Aber spannend ist es schon, muss ich wirklich sagen. Was, also es ist halt echt, die Community ist echt extrem kreativ. Um Längen kreativer. Und das ist ja, muss man dann schon fairerweise auch sagen. Die sind, erstens werden sie nicht bezahlt. Das heißt, sie machen das in ihrer Freizeit. Und zweitens haben die garantiert weniger Manpower als Hinterland. Hey, wir haben unsere Hackebutte wieder. Ich weiß gar nicht mehr, ob das im... Ist sehr voll gewesen. Zustand, keine Ahnung. Werden wir dann sehen. War das im Interlope oder im, ich dachte nämlich, es wäre am Schleiche gewesen, die einzelnen Hagebutte. Ja, die haben bei Hinterland wieder mal ihre Poster angeboten oder hingewiesen auf Twitter. Und ich denke mir, macht doch einfach die Poster. Warum macht ihr nicht einfach die Poster? Die würden weggehen wie warme Semmeln, ganz ehrlich. Nicht diese, nur diese für den Story-Modus, die Poster. So Travel-Poster, weißt du, so. Das ist doch viel geiler. Das ist auch geil. Das war fast das Maximum, alter Schwede. Ist da jemals was drin, oder sind die nur so da? Wahrscheinlich nur so. Ist da eigentlich was versteckt? Da gibt es auf jeden Fall eine Kloschüssel, aber kommt da nicht hin. Tja. Okay. Naja, das war ja gar nicht so schlecht. Hier unten. Außen ist es relativ windig. Warte mal, ist ja... Naja, wir lassen das. Also das ist, diese Mod-Geschichten, das ist halt schon immer wieder erstaunlich, was für geile Sachen dabei rauskommen. Mhm. Noch peinlicher ist es dann immer, wenn dann die... Noch eine Tug. Wenn dann die, die Programmierschmieden dann sagen, ja, geile Mods und so weiter und eigentlich nicht selber auf die Idee kommen, dass das eigentlich auch ein eigener Anspruch sein könnte. Zu sagen, naja... Wir entwickeln mal was richtig Gutes. Naja. Zeitung, okay. Du musst sie doch noch reinschieben, du Hacke. Nee, nee, nee. Oh, ist das finster. What have we here? Noch mehr Patronen, okay.
Oh, die Zeitung ist da oben nicht da. Die ist hier mal interessant. Okay, gut. Ist wieder hell. Das kann nicht sein, ganz ehrlich. Hier ist vorne, also hier ist ja eine Lampe. Guck hier. Da ist schwarz. Naja. Ist ja nicht so wirklich realistisch, aber gut. Sei es wie es sei, gibt es hier noch einen Nussriegel. Beef Jerky, okay. So, die Werkbank sieht leer aus. Immer wieder ein Traum. Achso, das ist die untere, okay. Gerade sagen, ah, guck mal. Da haben wir jetzt aber, ich weiß gar nicht, wie viele Patronen haben wir jetzt gefunden. Ich guck gleich mal, wenn wir hier durch sind. Da muss er jetzt noch schnell was dazu sagen. Gut. Da drüben ist noch ein. Boah, die ist dann so hell. Naja. Okay. 34 für den Revolver. Das heißt fast 7 Trommelladungen. Das ist krass. Okay, dann sind wir hier durch. Plus minus, wird vielleicht hier da noch einen einzelnen Zeitungsstapel übersehen haben, aber das ist ja egal. Dit macht nix. Dann war das der Damm. Wir gucken mal, was das Wetter sagt. Das klingt ja immer noch etwas windig. Und dafür hier so Licht, naja gut. Ist mir recht, ist nicht ganz so dunkel. Da können wir gerade wieder aussortieren. Ja, das Zeug müsste eigentlich, na, ist egal. Wir haben da unten genug. Ja, wir haben nochmal eine Packung Streichhölzer gefunden. Das haben wir alles gefunden. Echt, die Socken sind besser als die, die wir anhaben, die wir gefunden haben. Das ist ja super. Komm, weg damit. So, halt hatten wir die Tuk jetzt. Ne, die Tuk hatten wir, glaube ich, hatten wir die an? Das ist 97-prozentige. Okay, das bleibt mal hier. Und ich lasse auch mal einen anderthalben Liter hier. So. Weil wie schon gesagt, wir machen das ja sozusagen zu einer zweiten Basis. Da muss man ja dann nicht gezwungenermaßen alles mitnehmen. Dann lass mal 24 hier. Komm, wir lassen gleich 5 hier. Ich denke, das reicht. So, da hätte ich gern wieder 5. So, dann gucken wir nur, dass wir halt jetzt uns nicht zu sehr entleeren. Das brauchen wir fürs Angeln. Okay, Sekunde. Das nehmen wir mit. Wir machen das mal wieder thematisch. Das ist einfacher. Das, warte mal. Das hat man noch nicht gelernt. Das nehmen wir zum Verbrennen. Das brauchen wir für die Fackel. Da kommt das Papier vorbei. Stöcke. Lassen wir mal die Hälfte da. Die Lupe kommt mit. Okay, das kommt mit. Eimer kommt mit. Warte mal. Wir machen das so. Wobei, die gehen ja nicht kaputt. Dann nehmen wir lieber das mit. Das kann da bleiben. Energiespritze, Hammer. Schmerzmittel, wenn wir nie verwenden. Die können wir ruhig mitnehmen. Und wir nehmen noch 4 Verbände raus. Kleidung hat mir ja nichts drin. Kaffee, den Tee kann man da lassen. Die nehmen wir mal mit. Das nehmen wir auch mit. Achso, hier haben wir auch Wasser und solche Geschichten. Ja, aber das ist mir jetzt egal. Das kann ruhig hier bleiben, das ist schon okay. So, ja, wir brauchen ein Beil. Eine Fackel. Das brauchen wir, das. Das Öl war mit. Topf muss mit. Ja, komm, wir nehmen den besseren Schlafsack, den Revolver, die Dose. Da haben wir noch einen Schuss. Ah ja, sehr schön. Den Rest würde ich jetzt mal hier lassen. Das
sind dieselben Dinge nochmal. Dann brauchen wir unsere Kleidung. Ja, tatsächlich ist die Tug, die wir gefunden haben, besser als die, die wir hatten. Äh, 98 wäre gut, die werden kaum besser sein. So, was sagt denn das Wetter? Das klingt gar nicht so windig. Also hier draußen. Drin ist es natürlich was anderes. Naja, den Hirsch gibt es, okay. Kadaver. Warte mal, ich habe da einiges nicht eingetragen. Gewundener Fluss. Das ist 2 und dann haben wir... Ja, wobei Rätsel sehr echt Quatsch ist. Das ist ja gerade der gewundene Fluss. Und das ist vor Damm. Dann lassen wir den jetzt liegen. Es ist kein Sonnenschein. Ich muss nicht permanent Streichhölzer verwenden, vor allem wenn ich es nicht wirklich brauche. Ich brauche es jetzt nicht wirklich. Wieso? Wir haben doch die Granate bei uns gehabt, du Idiot. Wird doch nicht schwerer, wenn du es rausnimmst. Ja. So, schauen wir mal, wo der Wolf ist. Kommst du auf die Rohre? Das frage ich überhaupt. Nicht, kommst du da nicht drauf? Wenn du so und dann so. Hallo? Ist das eine unsichtbare Mauer oder bist du einfach unfähig? Ach, du läufst auf dem Schnee, okay. Also unfähig. Tja, welche nehmen wir? Das Pistölchen? Oder das Gewehr? Could end up being useful. Bestimmt. Ganz bestimmt, Junge. Kannst du mal hupen? Kann er nicht. Ich lass... Was? Die Motorhaube mal unten. So, ihr steckt das Ding weg. Noch ein alter Schwede. Gut. Just what I need. Echt, du brauchst jetzt eine Limo? Du hast doch gerade Wasser getrunken. Ich soll mal was mit Geschmack haben wahrscheinlich. I need more of that. Ja, er hat wohl tatsächlich Bock auf was Geschmackliches zu trinken. Gut. Ich denke, das war's hier. Die Pistölchen. Echt? Bist du so fertig? Sollen wir heute Nacht hier bleiben, oder was? Ist ja ein Lichtschalter? Natürlich nicht. Ja, steck's wieder weg. Hallo. Echt, so leer ist das Ding. Na gut. Ich muss mal hier was übersehen. Ich spiele diese tolle Baseballmütze. 10%. Alter Schwede. Ist aber nicht mehr viel los. Ein braunes Holzfällerbuch. Gut. Stiefel. Na juhu. Da oben drauf liegt nix. Okay. Naja, das ist ja okay, sag ich mal. Ja gut, wenn du schon so weit im Eimer bist, dann bringt das ja alles nichts. Dann den anderen bitte auch noch. Man müsste so eine Stapelverarbeitung haben, dass man eben sagen kann, hier, hör zu, mach mal dies und all das und jenes noch. Nein, ich wollte sie nicht verwenden. Komm, ich wollte sie auffüllen.
Genau. So. Dann. Könnte ein Buch lernen. Das könnte man machen. Das machen wir auch gleich. So, was haben wir sonst noch? Wir haben echt so viele Wassertabletten. Da können wir ja ein bisschen mal was tun. Warte, das können wir auch im Dunkeln machen. Genau, dann werden wir jetzt erstmal futtern. Die müssten ja eigentlich gehen. Ja. Okay. So, wie weit kommst du mit diesem Buch? Okay, fertig. Gut, so, weiter. Nächstes. Was können wir noch machen? Da geht ihm die Puste aus. Gut. 97%. Okay, dann heben wir sie halt auf. Aber die ziehen wir auf gar keinen Fall an. Aber du hast doch gerade was gegessen. Was ist denn immer nur los mit dir? Ach komm, weg damit. Brauch ein bisschen Leder. Wenigstens gibt es da keine Chance. Bin ich echt sau dankbar. So. Okay, du schaffst jetzt deine 11 Stunden. Das heißt, das sind wie viel? 600 Kalorien, echt. Ja, dann nimmst du das und trinkst eine Limo dazu. Damit du mal was mit Geschmack hast. Gut. Gute Nacht. Okay. So, was haben wir denn noch an Wasser? Na, nicht mehr so viel. Wir sehen mal zu, dass wir zum Lagerbüro kommen. Die sind sogar relativ leicht. Das ist ja gar nicht mal so schlecht. Wir haben noch einiges an Gewicht gewonnen, als wir gebastelt haben. Oh, so schönes Wetter, echt. Dann machen wir uns an den Hirsch. Dann bleib mal halt hier. Das ist ja dann ganz einfach. So, dann kannst du das Pistölchen wieder wegwerfen. Muss eh nochmal gucken. Das Messer. Ist das jetzt noch das, was wir als Nahkampf? Ne, haben wir nicht. Gut, dann haben wir das jetzt. Oh, hier ist ein Wolf, ein Wolf. Und ich in Acht. So. Ah, das mit dem Drehen ist super. Das ist schon sehr hilfreich. Nee. Kommt, nimm mal die Lupe. Echt Zeitungspapier. Ja, dann nimm halt ein Buch, was weiß ich. Gut, alles klar. Den gefundenen Topf drauf. Und die Dose. Dreh sie mal so. Der Topf. Geil. Sehr schön hast du es gemacht. Wobei, nee, die brauchen wir gleich fürs Fleisch. Mach erstmal nur einen halben Liter. Wie sowieso. Was? Wo kommt der Wind her? Achso, ich habe gar kein Holz drauf, deswegen. Weil das ist ja eigentlich voller Windschatten, das kann ja nicht sein. Ja, genau. Gut. 71%, sehr schön. Das ist auch gleich fertig, dann kommt da direkt das nächste drauf. 20 Minuten. Ja, okay, dann bleibt es halt erstmal leer, der Ofen. Gut. Direkt rein. 8 Minuten haben wir da noch. Wind versucht zu drehen. Okay. Gut, dann machst du hier einen halben und hier gleich einen ganzen. Ja, das reicht. Oder? Reicht das oder reicht das nicht? 10, 20, nee, reicht wahrscheinlich nicht. Weinstock kommt jetzt nicht drauf an. Gut, ist klar. Du warst das dann auch. Ich will es gar nicht wissen, Junge. Was du wieder so denkst. So. Das Stück Fleisch, das bleibt hier. Draußen natürlich. Sowieso. Und hier sowieso. Licht ausgemacht. Das kann nicht wahr sein. Hallo? Gut, besser.
So. Das Fell. Und dann aktualisieren wir. 4 und 2. Gut. Der Wind hat nicht gedreht, das ist sehr erfreulich. Achso, dann muss ich natürlich im Journal den Hirsch ab rausstreichen. So, das Feuer dürfte jetzt aus sein. Gut. So, dann gucken wir mal, ob uns was hier bedroht. Ob wir da mit dem Revolver was ausrichten können. Bitte was? Na, der Wolf jetzt erstmal überlegt. Voll erwischt. Der hobbelt genauso weiter. Galoppe, galoppe, galoppe. Ja, weg mit dem Revolver. Achso, wir können mal was trinken. Mit unserem großen Wasservorrat. Okay, also ein Revolver. Ich meine, der kam ja direkt auf uns zu. Wahrscheinlich Kopfschuss, schätze ich mal. Keine Ahnung. Also, es reicht also nicht, okay. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, ein Revolver hat ein bisschen mehr Punch, aber wenn er das nicht hat, dann hat er das nicht. So. Wir müssten auch mal so einen Tee trinken, so einen Birkentee. Bisher kochen wir sie nur und bereiten sie vor, die Birkenrinden. Das einzig Positive, was ich, naja, ist nicht das einzig, aber das, was für mich am positivsten, es beginnt zu schneien, okay, ist an dieser, diesem Update, wir sind tatsächlich die Wölfe, ja, ich komme nicht mehr ganz so schnell auf einen zugerannt. Ja, das Wetter schwingt hier wieder im Millisekundentakt um. Gut. Aber dann ergibt sich für mich der Sinn des Revolvers irgendwie nicht. Wenn ich damit auch keinen Wolf plätten kann. Oder muss ich dann wirklich einen perfekten Treffer hinlegen? Ist ja auch Quatsch. Boah, Alter, was ein Wind. Ich bin froh, dass er aus dem Rücken kommt. Das ist ja schon mal sehr erfreulich. Okay, Hirsch und Hase, kann sich ja kaum noch ein Wolf hier herumtummeln. Okay, vor Ellens Höhle gibt es einen Hirsch. So, hier irgendwas. Echt so viel. Wow. Gut. Achso, ja. Wir sollten das vielleicht eintragen. Hirsch, Kadaver, Rätselsee vor Alans Höhle. Ja, ist ja nur einer. Brauchen wir keine Zahl entsprechend. Okay, wir sind natürlich in den Rätselsee gekommen, um unseren Kochskill zu erhöhen. Auf Level 5, ja. Mit dem Hirsch sind wir natürlich jetzt schon sehr viel weitergekommen, aber das heißt, wahrscheinlich müssen wir angeln gehen.
tun. Das wird wahrscheinlich auch in nicht allzu ferner Zukunft passieren. Also sammeln wir Holz. Da wir auch keinen so geilen Kochskill haben. Ich meine, gut, man muss halt gucken, wie warm ist es, wenn es jetzt so ein Tag ist wie jetzt. Das hält es ja temperaturtechnisch easy aus. Das heißt, du kannst ohne Feuer angeln. Machst dann einfach ein Feuer, wenn du halt dann entsprechend die Fische verkochst. Ja, Hirsch, ich bin gleich weg. Ich nehme noch den Stock hier und dann tschüss. Sie gehen jetzt uns noch ein bisschen Haxen verstauchen und das war's. Na gut, da hat der Revolver dann tatsächlich den Sinn, weil sie wussten wahrscheinlich, dass die Haxenverstaucherei ordentlich anzieht, von der Menge her. Dann haben sie gesagt, dann lass uns aber nicht den Revolver auch noch als nicht verwendbar machen. Das wäre dann ein bisschen zu krass. Boah, es ist ein Wetter. Ist das ein Wetter? Da unten gibt es auf jeden Fall schon mal einen Wolf, okay. Ja, und was ich halt nicht verstehe, ist, warum sie nur. Ah! Das ist echt ein Idiot. Warum sie die. Nicht die Richtung am Hang entscheiden, sondern du bist einfach am Hang und das zählt. Es ist egal, ob du so läufst oder ob du halt strafst. Mann, Mann, Mann. Das ist ein Volltrottel. Wunderschön. Ich bin echt begeistert. Das wird jetzt ein Blizzard, okay? Dann werden wir hier so schnell wie möglich absteigen. Das ging jetzt aber recht fix. Ich muss sagen, das ging wirklich fix. Das war im Prinzip von dem Flusszugang Nord oder so, was weiß ich, wie sich das nennt, bis hierher, Ellens Höhle und so weiter. Es ist ein Blizzard geworden, von strahlendem Sonnenschein. Kann ich nur sagen, alter Schwede. Also mit diesem scheiß Blur aufhören, Junge, das kann doch nicht wahr sein. Da können wir leider jetzt nicht zeichnen. Noch ein Messer. Okay, Streichhölzer. So, Junge, dann du hast ja sowieso dein wie auch immer verstaucht, so. Hervorragend. Ja, Leute, dann machen wir das einfach so in der nächsten Folge. Werden wir wahrscheinlich, schätze ich mal, um den See gehen und zum Lagerbüro gehen, um zu angeln. Mal schauen, wie uns das Wetter lässt. Wir haben jetzt kurz nach Mittag. Wahrscheinlich bleibt der Blizzard, bis es dunkel ist. Vielleicht gehen wir auch hier angeln. Ich weiß noch nicht. Werden wir dann sehen. Sehr schön. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.